Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu The Crew, der geschlossenen Beta, ja. Ich bin jetzt erstmal wieder in Detroit. Wir waren das letzte Mal ja in New York, sind wir gestartet. Ich habe mir gedacht, ich mache heute nochmal eine Mission oder so, um mal so ein bisschen, auch vielleicht mal zu gucken, wie in die Missionen und so sind, alles drum und dran. Und ja, bevor es jetzt allerdings soweit ist, müssen wir natürlich jetzt erstmal uns die Mission markieren. Die sollte, glaube ich, hier oben sein. Set Waypoint. So. Und ja, ich bin heute ohne die anderen, weil letztes Mal lief es ja ewig so nicht so, ich möchte mal sagen, prickelnd. Und von daher dachte ich mir einfach, komm, jetzt spielst du heute nochmal ein Ründchen nochmal alleine. Speziell da auch, ja, die Beta ja, glaube ich, sogar heute vorbei ist, heute Abend. Und das ist ein Bulle vor uns. Und ja, deswegen spiele ich einfach nochmal ein Ründchen einfach alleine. Um einfach nochmal vielleicht den Karrieremodus noch so ein bisschen zu zeigen oder zumindest den wie soll man sagen, den Singleplayer. Speziell da, ich könnte natürlich jetzt auch noch den, noch ein bisschen die Welt zeigen. Habe ich auch überlegt, eventuell mache ich das vielleicht auch nochmal in der Aufnahme jetzt. Ich weiß es bloß noch nicht ganz. Dann werden wir allerdings gleich mal per Schnellfahrt oder keine Ahnung, oder einfach Richtung Westen fahren, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall wäre es cool, wenn wir noch ein paar Meilen hier auf das Fahrzeug raufkriegen. Und da vorne haben wir schon die erste Mission. Zumindest wurde mir das gerade über das Handy gesagt. Also Detroit ist, glaube ich, irgendwie auch so ein komisches Fleckchen Erde, um eigentlich sowas hier anzufangen. Ich hätte eher gedacht, dass man vielleicht so in Los Angeles startet, weil dort kann man das jetzt zum Beispiel... Oh. Hold up. Detroit's my old hood. Someone's gonna recognize me. Been 5 years, Alex. Your brother's whole crew was driven out when Shiv took the V8. No one knows you. And if anyone checks you out in the police database, all they find is the fake record I put there. You better be right. So, ja, was war ich hier? So, ja. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass eher, Los Angeles besser gewesen wäre eigentlich. Wie in echt im Fall bei... Coop, PlayStation with Players, Solo. Ich spiele jetzt erstmal Solo. Ja, wir haben hier keine anderen Leute. Oh, 12.500 Punkte ist Gold. Da wollen wir mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, was das jetzt ist. Ist das jetzt einfach bloß ein Rennen? Okay, ready for this? Nein. Please. No showboating. You've got to finish in first place. Ja, ersten Platz. Ich wollte eigentlich noch den Ingame-Sound noch ein bisschen lauter machen. Das habe ich vergessen. Dann mache ich immer nach dem Rennen. Finish first, or this whole operation is over. So, okay, gut. Wir haben auf jeden Fall schon mal... Da die Schranken sehr schnell gemeistert. Oh, jetzt hat er mich verfahren. Ah, ich war sogar noch recht weit vorne, habe ich gerade festgestellt. Ah ja, jetzt bin ich noch Erster. Ja. Nein, Cops können mir gar nichts. Das ist 5 von 10 Tonnen geschafft. Wo ist das nächste Tor? Das ist das nächste Tor. Okay, gut. Sekunden Vorsprung. Bleibt auch genau bei den 5 Sekunden, ne? Dann wieder Polizisten. Uff, das war knapp. Oh, 4 Sekunden nur noch.
stretch. Jawoll! Da habe ich zwar kein Gold. Oh, das Auto ist ganz schön kaputt. was ist es? Was ist es? Was ist es? Oh, Mission complete. Was, nur Bronze? Auto-Equip. Das war auf jeden Fall nicht so gut. Ich bekomme für die Time in First Place. Okay, back on track. Okay, wirst du eventuell noch nach den Drift und sowas alles bewertet? Ich weiß das gar nicht. Oh, da ist jemand. You should. The name's Troy. I'm the V2 around here. You want your 510 ink? I got some work around the way. Maybe I'll call you. Müssen wir ihn jetzt verfolgen? Nee. Alex, you're on Troy's radar now. That's your key into the 510s. Check your map for missions and follow every lead you've got. Make a name for yourself. Compete. Work yourself into that organization. I know how to do this, Zoe. You know how to drive, and that's why I chose you. But this is something else. Every connection you make, every race you win, and every mile you drive gets me closer to Coburn and you closer to your brother's killer. Do you understand? I do. Then let's get to it. Ja, so jetzt. Dann müssen wir auch jetzt mal gucken, wo die Missionen gerade sind, ne? Weil sind nämlich nicht alle hier in der Nähe. Ich würde mal sagen, wir fahren mal zu dieser Mission hier. Pop. Set Waypoint. Listen, let me tell you something. I got a delivery for a special client. Special client? Are we gonna bribe a judge or something? Something like that. Gold! Uff. Da wäre auch nicht die Kurve geschafft. Aber wir haben Tires Part. Tires Part 1. Sehr schön. Ja, darum ging es. Oh, ja. Und diese Zwischeneinblendungen sind manchmal ein bisschen verwirrend. Ach, wir haben auf jeden Fall keinen Impact, da werden wir die Tires drin, die wir gerade schon hatten. Was ist das? Ach, jetzt wird auch eine Zeit vorsimuliert. Difficult Normal. Be careful with her. You put a dent in the car, I put a dent in you. Ja, warum lässt du mich denn mit dem Wagen fahren? Eieieiei. Willst du mich ernsthaft damit fahren lassen, Junge? Ich fahr's den Schrott. Ach du Scheiße. Einmal tief durchatmen. Uff. Hey, that car's meant to be a gift. Alter. Das hat jetzt endet, das Ding zerlege ich einfach so. Ja, jetzt traue ich mich gerade nicht mehr wirklich voll zu fahren. Auch hier gerade die Schlangen. Ist, würde ich fast sagen. Oh, das Ding hat auch Power. So, who's this car for? We get 510 royalty through here all the time. B6s. I like to make them welcome with a gift or two. Grease the wheels a
about the V8? You ever come through? Not yet. But when I get my V4, maybe he will. Oh, das Ding zieht so krass. Come on, man. What the hell's taking so long? Almost there. Just give me a minute. Also, ich habe noch 30 Sekunden. Oh, Alter. Das Ding hat so viel Power, ganz ehrlich. Aber dass du es so knapp hast von der Zeit. Puh. Mission complete. Wahrscheinlich auch nur via Bronze. Ja, Level 3 wenigstens schon mal. Oh, Silber wenigstens, das ist schon mal ganz gut. Zehntausendachthundert Punkte. Ja, ich bin froh, dass das Auto nicht voll gegen die Wand gesetzt hat. Where the V6 can see it. Soon, boy, I'll be running this damn state. Then you'll get your ink, and I'll get my own damn yacht. Okay. Jetzt haben wir schon mal wenigstens eine Mission da, so ein bisschen wieder abgeschlossen. Schließen wir mal die nächste Mission nochmal ab hier. Wollen wir die nächste Mission? Da unten. Oh, wir können sogar einen Fast Travel machen. Auch wenn es natürlich immer schön ist, sich irgendwas anzugucken. Yo, I run a bunch of urban scrambles downtown. Problem is, people been winning too much, you know what I'm saying? Go balance the odds in our favor. You called the right guy. Wie komme ich hier raus? Ach, hier hinten. Ich bin noch zurück auf der Strecke. So, wir spielen das natürlich wieder alleine. Ach, jetzt werden wir Zeit simulieren. Car Level 15. Ich habe mal gerade in Level 12, glaube ich. Yo, make sure you take every last dollar from these fools. Oh, wieder so ein Rennen jetzt hier. Irgendwie wild durch die Pampa durch. Und mit Driften. Ey, da hat einer auch so ein Chevrolet wie ich, bloß irgendwie auf Drifting und sowas wahrscheinlich gelegt. So, ich muss erstmal hier mich gerade zurechtfinden. Da. Scheiße, hat mir die Abkürzung überhaupt nichts gebracht. What the fuck, Alter? Ich gebe da schon mal ein Vollgas. Alter. Alter, Alter, das hätte, ja.
hätte enger ausgehen können. Ich würde am liebsten nochmal fahren gleich. Kann ich das nochmal fahren? Würde ich am liebsten eigentlich nochmal fahren? B, retry. Ich würde es eigentlich gerne nochmal probieren. Da habe ich jetzt nämlich wenigstens die Abkürzung mal so gesehen, wie das alles funktioniert. Escape, Skip, Movie. Ja, okay, gut. Yeah, I get that. They take the jumps better than street cars, so watch for shortcuts where you can use them. So, ein bisschen Konzentration jetzt hier natürlich. Wieder an dieser scheiß einen Band hängen geblieben. Oh, die Kurve war doch gerade nicht so schwer. Könnte es, denke ich mal, noch mal besser sein. Ich will es am liebsten noch mal probieren. Level 4. Noch immer. Ich will aber noch besser haben. Ich will... Ich will es noch mal probieren. Ich will es einfach noch mal probieren. Nochmal, nochmal, nochmal. Ich habe es da schon an der Ecke, ersten Ecke versaut. So, weg da. Nein, what the fuck, Alter. Das ist die ganze Zeit nicht einmal passiert, Alter. Und jetzt außerdem fällt das Ding dort zu Scheiße. Kann ich gleich Restart machen? Ja, retry. Los. Nochmal, Alter. Das gibt's doch nicht, Alter. Diese Wand, jetzt habe ich das optimal erwischt. Diese scheiß verfickte Kurve, Alter. Und dann komme ich trotzdem in die Wand ein und da ist eine solche scheiß Ecke drin, Alter. Ohne Mist. So, jetzt probiere ich es nochmal vernünftig. Jetzt sind wir auf jeden Fall vorne.
Das ist auch eindeutig besser. Jawohl. Das müsste jetzt eindeutig mal besser gewesen sein. Wagen sieht ja noch immer scheiße aus. Jawohl. Endlich. Jawohl. Also geht doch. So will ich das sehen. Mein Gott. Oh, look at you. You making a name for yourself on these streets, boy. Making my name too. Now get back on the road. You got work to do. Was für noch Arbeit zu tun? Gucken wir jetzt mal, wo die nächste Mission ist. So, da können wir nicht hinspringen, weil wir das Gebiet noch nicht erforscht haben, weil wir da in ein unbekanntes Gebiet reinfahren. Aber das macht ja nichts. Das wird, glaube ich, auch erstmal die letzte Mission sein, die ich jetzt hier spielen werde. Und dann werde ich vielleicht nochmal ein Ründchen umherfahren einfach. Na gut, da kommt die Polizei gerade. Aber ich glaube nicht wegen mir. Vielleicht hier irgendwie durch die Vorstadtorte in Detroit, die ja auch nicht gerade berauschend sind anscheinend. Folgt mich der Playing Freak? Ich hoffe mal nicht. Da war auf jeden Fall einer, der uns verfolgt hat. Und nicht verfolgt hat, aber auch den Sprung gemacht hat gerade. Wo fahren wir jetzt hier hin? Ja, das sieht mir so ein bisschen Countryside-mäßig aus. Puh. Was haben wir da? Oh, gleich plus 2, wenn wir Gold kriegen, aber ja, das bezweifle ich so ein bisschen. Und sowas finde ich geil, Countryside. I left you a raid spec off-road vehicle for this job. Get in. You see him yet? Da ist er. Yeah, I see him. Good. Now mess him up. So, ich darf ihn jetzt also jetzt kaputt machen. Take him down fast. What's the hurry? Hops out of hurry. This kind of job is best not to stick around, you feel me? Boom! Was er? Driven raid before? Not for a while. Don't be afraid to throw her around, hit the bumps, push her. This ride can take it. Now bust that fool up. Ich muss ihn jetzt irgendwie kaputt machen. Was
Was natürlich, wie man sich vorstellen kann, nicht gerade das Einfachste sein wird. Hier. Da so einen Typen mit seinem Auto kaputt zu machen. Ja, ich weiß, ich muss erstmal rankommen. Mich verarschen? Ich hab kein Nitro mehr. Der Baum! Noch eine Minute Zeit. Oh, dieser Wagen ist so kacke zu fahren hier. Oh. Habe ich ihn jetzt einfach gekriegt mit den One-Hit? Das war aber auch mehr Lack als alles andere. Puh. Wird zwar kein Gold sein. Bronze, naja, immerhin. Und wir haben was Neues freigeschaltet. Auto-Equip natürlich. Puh. Ja, gut, jetzt haben wir das schon mal wenigstens geschafft. Gott sei Dank. Natürlich. Yeah, he definitely got the message. Nice. Nice. Later. So.